Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Fallout. Nun, also, als erstes, was ich sagen würde erstmal zum Spiel ist, das Spiel heißt Fallout, ja, hat schon 18 Jahre grob auf dem Buckel, ja, erschienen ist es im Jahre 1997, wie man das hier unten sieht. Das ist der erste Teil einer, ja, Trilogie eines Spiels, das noch nicht abgeschlossen ist, sozusagen. Entwickelt wurde es von den Black Isle Studios zu seiner Zeit vor 18 Jahren und veröffentlicht wurde es von Interplay. So, dann starten wir mal das Spiel. Also ich habe mir das Spiel auf Good Old Games geholt, da gibt es wieder das Spiel zu kaufen und habe mir einen Deutsch-Patch gemacht. Wie ihr seht, macht es etwas auf Deutsch, etwas aber auch auf Englisch. Nun, als erstes erstellen wir uns einen Charakter. Wen nehme ich mir dann? Albert ist Charismatik, Anführer. Und der ist gut Rede gewandt, sieht auch so aus. Kleine Waffen, Reden, 88%, das ist schon mal gut. Oder soll ich mir mein eigenes erstellen? Trade Charakter. Hier stellen wir mein eigenes. So, das ist der Name. Der von mir, die Jovan. Alter 25. Geht's noch jünger? Nur bis 16. Kann ich mir auch zum alten Knacker machen? Ja, dann kann ich ja 35. Na, nehme ich 25, wie eingestellt war. So, männlich natürlich. So, Stärke. Hohe körperliche Gewalt. Große Stärke ist für körperbetonte Figuren wichtig. Beeinflusst Trefferpunkte, Schaden, Nahkampf und Tragekapazität. Ja, mittel ist. Gut ist gut. Wahrnehmung. Fähigkeit, ungewöhnliche Dinge zu sehen, zu hören, zu schmecken und wahrzunehmen. Eine gute Wahrnehmung ist zum Beispiel Scharfschützen wichtig. Beeinflusst Reaktion und Distanzkampffaktor. Ja, Scharfschützen möchte ich nicht so sehr sein. Ausdauer. Kondition und Belastbarkeit. Eine Figur mit hoher Ausdauer überlebt, wo andere längst sterben. Beeinflusst Trefferpunkte, Resistenz gegen Gift und Strahlung. Heilung, Zusatztrefferpunkte pro Level. Ausdauer. Ausdauer möchte ich auch gut sein. Charisma, Kombination aus äußerer Erscheinung und Charme. Ein ausgeprägtes Charisma ist für Figuren wichtig, die Menschen mit Worten beeinflussen wollen. Beeinflusst Reaktionen von inaktiven Figuren und Preise beim Handeln. Preise beim Handeln ist immer gut. Kriegt von mir 7. Intelligenz, Wissen, Weisheit und schnelles Denkvermögen. Eine hohe Intelligenz ist für jede Figur wichtig. Beeinflusst Anzahl der neuen Fähigkeiten. Anzahl der neuen Fähigkeiten pro Level, Dialogoptionen und viele Fähigkeiten. Intelligenz. Ich habe jetzt nur Beweglichkeit. Glück. Ja, Glück braucht man auch immer etwas. Sonst fällt mir irgendwas auf den Kopf. Beweglichkeit, naja. Hier, das verbessere ich mal auf gut. Wahrnehmen. Wahrnehmen sollte auch gut sein. Jetzt mal sehen, Spezialkenntnis. Was hat denn in Spielen? Das Know-how und die praktischen Kenntnisse des Glücksspiels, Kartenspielen, Würfel und anderen Glücksspiele. Naja, 35% sind gut. Stehlen, Schleichen. Schleichen 31%. Dann machen wir auf 51. Erste Hilfe zur Heilung kleinerer Schnitt- und Schürfwunden sowie anderer kleiner Verletzungen. Mit der Fähigkeit Erste Hilfe können im gleichen Zeitraum mehrere Treffpunkte geheilt werden als durchaus. Ja, Erste Hilfe braucht man immer. Und One. Und unbewaffnet. Bis 71% ist gut. Noch mehr Erste Hilfe upgraden. Arzt. Zur Heilung großer Wunde und schwerverletzter Gliedmaß. Ohne diese Fähigkeit dauert es wesentlich länger, bis schwerverletzte Gliedmaß wieder einsetzen. 20%, naja. Wollen wir etwas mehr? 40, so. Zusatzmäßig, schneller Schaufel.
Dein Stoffwechsel ist zweimal so schnell wie normal. Naja, dann schütze ich wohl eine Menge. Du bist daher gegen Strahlung und gibst weniger Resistenz. Dafür heilt dein Körper schnell. Auch immer gut. Habe ich mir das ausgewählt? Ja, das habe ich glaube ausgewählt. Ich will zu das Menge von mir gehen. Aha, zwei Zusatzmengen. Mal sehen, Schläger. Du bist zwar ein bisschen langsamer, dafür aber auch ein bisschen größer und schlägst nur selten. Dafür aber richtig zu. Du hast insgesamt weniger Aktionspunkte, dafür bist du aber stärker. Nee, wilder Kämpfer. Die Ironie des Schicksals will es, dass Menschen um dich herum gewaltsam sterben und du immer Zeuge eines besonders grausamen Todes. Nee. Verhext. Das Gute ist, dass alle um dich herum im Kampf böse Fehler machen. Das Schlechte ist, dass auch dir das passiert. Nein, danke. Kleiner Körperbau. Du bist zwar nicht so groß wie die anderen Waldbewohner, aber das war noch nie ein Hindernis für dich. Du kannst nicht so viel tragen, dafür bist du aber beweglicher. Nun, Agility habe ich bei mir verbessert. Was würde passieren, wenn ich da drauf tue? Das ist weg. Toll würde es sogar. Schneller Stoffwechsel noch was. Angiftresistenz 0. Strangst du auch noch? Heilung 4, das weg. Heilung 2, Heilung 4, ah, okay. Mal sehen, was noch gibt. Umgänglich, du hast in deiner Jugend weniger Kampffähigkeiten erlernt, sodass du mit niedrigen Anfangswerten gehst. Dafür sind deine Fähigkeiten Ersthilfe, Arzt, Reden und Handeln besser ausgebildet. Dann nehme ich das weg. Umgänglich. Kommt sofort. Sehr besser. Ja, super. Anfällig, du wirst leichter von den Präparaten, die du einnimmst, abhängig. Die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig bist, ist doppelt so hoch wie normal. Dafür holst du dich aber auch schneller von den Nebenwirkungen. Nee, Drogenjunkie bin ich nicht. Treffsicher? Bei deinen Angriffen bist du sehr treffsicher. Brauche ich auch nicht. Stabil. Die Präparate? Nur halb so lang wie normal. Brauche ich auch nicht. Bin ich sowieso nicht drogensüchtig. Kamikaze, du behältst in gefährlichen Situationen einen klaren Kopf und kannst da schneller reden. Deine Rüstung ist im Wesentlichen deine Kleidung. Dafür bist du aber in Kampfreaktionen schneller. Ja. Also ich kann mich explodieren oder so. Nachtmensch, wenn ich jetzt Dracula wäre, dann ist das natürlich schon besser. Als Nachtmensch bist du dann in deinem Element, wenn die Sonne untergegangen ist. Deine Intelligenz und Wahlen sind nachts besonders gut, dafür aber tagsüber weiter. Nein, danke. Faustkämpfer? Nee. Du schlägst zwar härter, aber nicht besser zu. Deine Angriffe sind äußerst brutal, aber ihnen fehlt die Genauigkeit. Du landest selten einen guten Treffer, dafür richtest du aber im Nahkampf mehr Schaden an. Versiert. Du hast viel Zeit in die Ausbildung deiner Fähigkeiten versteckt. So dass du mit höheren Angriffs Anfangswerten beginnst. Dafür hältst du weniger zusätzliche Fähigkeiten und nur alle 4 Level einen Bonus. Nee, das ist ja hier so. Schnellschütze will ich auch nicht sein. Begabt. Brauchen wir auch nicht. So schneller Stoffwechsel und umgänglich. Mal sehen, was für eine Option. Aha, in Datei drucken. Das ist auch gut. Okay. Dann mal weiterlaufen. Ha! You're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe, okay?
So, also. Naja, das ist ja nicht komplett auf Deutsch übersetzt worden. Ich muss jetzt einen Wasserchip finden, weil unser Vault, also unser Atombunker, wird dann vom Wasser ausgehen und wir haben dann kein Wasser. Ohne Wasser besteht kein Leben. In einer postapokalyptischen Welt ist Wasser natürlich sehr, sehr wichtig. So, du siehst Knochen. Du durchsuchst die Knochen. So, das ist das, was er hat, das ist das, was ich. Ein Messer habe ich auch. Kann ich noch ein Messer nehmen? Nicht ansehen. Du siehst Messer, das weiß ich. So, das habe ich mir auch rübergezogen. Jetzt habe ich zwei Messer, eine Pistole und fertig. So. So, wir müssen ja, hatte man mir auf der Karte, wenn ich mich nicht markiert, wo ich gehen muss. Das ist der Boden. Was mal der Scanner? Ich habe keinen Scanner installiert. Hier befinde ich mich, da bin ich gerade rausgekommen. Hat man mir dorthin gezogen. Warte. Aha. Okay. Das ist mein Charakter, wie wir ihn erstellt haben. Ach, kann ich ja drucken. Ist ja schön. Und das ist der Pipe Boy, der mir den Status geben kann. Bowl 13. Suche den Steuerchip für das Wasser. Okay. Was macht die Automaps? Kartenansicht sehe ich nichts. Aufseher Briefing. Puh. Nochmal wollte ich das nicht sehen. Kann ich schießen. Ja, dann bewegen wir uns. Langsam. Vorsichtig. Ah, das ist eine Schlange. Ich das meinte. Ich hätte mir eine Waffe ausrüsten sollen. Kann ich das so machen? Hm. Du hast nicht genug in. Verdammt. Du hast drei Aktionspunkte. Ja, jetzt machen sie mich fertig. Schnell I. Und ja, es ist Messer gegen die Gegner. Und für alle Fälle eine Waffe? Ja. Oh, du wurdest für einen Rücken getroffen. Schwer verletzt. Sie sieht schwer. Verfehlt? Ich bin sehr verdammt. Reaktionsmodus, das kann ich dreimal schlagen. So, die Höhlenratte hat voll daneben getroffen, das ist ja super. Habe ich sie jetzt getötet? Nee. Du hast voll daneben getroffen. Nochmal. Du hast voll daneben getroffen. Verdammt. Du wurdest für zwei Trefferpunkte getroffen. Verdammt. Yes. Getötet. So, Höhlenratte wurde für zwei Trefferpunkte getroffen und ist tot. Nein. Das war es, kein Team Lexik mehr. Mein Ziel ist außer Reichweite, das heißt, wir sind das näher zu beziehen. Ah, da ist sie. Höhlenratte hat voll daneben gedrückt, zweimal. Welch ein Glück ich habe. Ja, ich bin ja ein richtiger Rattentöter. So, Höhlenratte wurde für 6 Trefferpunkte getroffen und ist tot. So, jetzt bin ich aus dem Kampfgeschehen draußen. Da ist eine Ratte, die möchte ich natürlich nicht besiegen. Ich glaube, ich muss hier hin. Bei der Meinung, da hat ein. Ist ja hier kaum was. Bisschen warten. Hier komme ich gar nicht hin. Ja, hier ist eine Ratte, da waren. 3, 4, 5, 6. Dahin gehe ich nicht. Okay, dann mal sehen. Und, was tut er? Treffen. Nochmal. Nochmal. Ei. Leider nicht genug Aktionspunkte.
Du hast voll daneben getroffen. Nochmal kann ich nicht. Verdammt. Nochmal daneben getroffen. Und wieder tot. Kann ich überhaupt sie heute? Eine Frage. Und. Ah, ich habe nicht genug Aktionspunkte. So, jetzt habe ich genug Aktionspunkte. Und? Ah, die hat ja nichts. Nicht mal Haut für die. So, dann gehen wir mal hier hin müssen wir. Ach, das sind auch wieder so viele. Und hier? Ah, hier ist niemand. Das ist ja super. Oh, doch, einer. Besser als der 3. Dann sehen wir auch, ob ich auch richtig gehe. Treffen. Das wollte ich nämlich noch mal. Ja. Höhlenrate wurde für 5 Trefferpunkte getroffen. Das ist gut. Das sind nur 22 Leben. 4 Trefferpunkte. Mein Leben regeneriert sich bald. 22 Abwehrgegner. Ist kaum was, also ich könnte noch stellen. Da ist die Freiheit. Das sieht ja sogar ganz schön aus. Irgendwie bin ich aus dem Höhlensystem raus. Licht, zum ersten Mal in deinem Leben erblickst du die Außenwelt. Ja, ganz schön traurig, dass er immer die ganze Zeit zu Hause war. Aber ja, die Welt ist ja postapokalyptisch. Versteht man, warum man draußen gemieden hat. So, warte. Nein, nee, nicht dorthin. Stopp. Bleib schon stehen. Wie ein Flugzeug fliegt er mir. So, Vault 15 will ich. So. Hoffen wir mal, dass er mich dorthin bringt. Da ist Vault 15. Oh, shit. Warum? Riesige Maulwurfratten schnüffeln hier herum. Niedrige Maus hat voll daneben getroffen. Ich mag Maulwürfe nicht. Ich habe aber 33 Leben. 55% Rate zu treffen. Versuche ich. Nochmal. Nun, ein Trefferpunkt für 4. Nochmal. Quietsch. Hat sie gemacht. Das ist gut. Verdammt. 21 Leben. Wenn ich ihn jetzt nicht töte. Komm schon, töte. Weglaufen. Verdammt. Verdammt. Verdammt, ich sterbe ja gleich. Ich habe nicht abgespeichert. Nein. Nein. Schnell, Inventar. Die beiden Items wechseln. Down. 5. Nein. 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 Diese Ratten. Your bones are scraped clean by the desolate wind. Your vault will now surely die as you have. Mein Vault. Meine Familie. Oh nein. Oh, der Anfang ist schwer. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Irgendwas. Aber naja, dass so die erste Folge endet. Dass ich nicht von irgendwelchen herumstreunenden Banditen, sondern von Maulwürfen, die mutiert sind, ja, getötet worden bin. Naja, dagegen, das kann ja nicht jeder erzählen. So, das war's wohl mit der ersten Folge von Fallout. Ein postnukleares Rollenspiel, glaube ich, so hieß, dass es rauskam. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.